Ich habe die Insta 8403 2K Plus über einen Monat lang getestet. Ist das die perfekte Außenkamera? Wetterfest ist sie auf jeden Fall schon mal. Da die Kamera über PoE verfügt, kannst du sie über das Netzwerkkabel mit Strom versorgen und musst so kein extra Stromkabel verlegen. Ein optionales Netzteil liegt aber bei. Eine SD-Karte ist ja bereits integriert, es gibt eine Cloud mit fairen Preisen, ein LED-Licht, Nachtsicht und eine Web-Oberfläche mit sehr vielen Optionen. Bei der Web-Oberfläche, das ist eine Besonderheit, denn das haben mittlerweile nicht mehr viele Kameras. Auch Fehlalarme lassen sich dank einiger Spezialoptionen auf ein Minimum beschränken und eine Besonderheit, du brauchst hier kein Smartphone, um die Kamera einzurichten. Das klingt schon echt gut, aber perfekt ist sie nicht. Deswegen dranbleiben, wir schauen uns alles im Detail an. Die erste Besonderheit ist hier das Gehäuse, denn es ist kein Plastikbomber, sondern das Gehäuse besteht aus langlebigem und stabilem Aluminium. Die Kamera muss per Netzwerkkabel angeschlossen werden, WLAN gibt es nicht. Außerdem ist hier kein Lautsprecher verbaut, das heißt, einen Sirenenton ausgeben kann die nicht. Aber Sirenen im Außenbereich sind sowieso immer so eine Sache, denn es kann immer mal zu Fehlalarmen kommen. Und wer will denn gerne schon nachts um 3 von der Sirene geweckt werden? Dein Nachbar wird sich bedanken. Deshalb hat die Kamera hier eine bessere Lösung parat, denn erkennt sie bei Nacht eine Bewegung, damit ein helles LED-Licht aktiviert. Dieses Licht reicht allerdings nicht aus, um den Garten hier bei Nacht komplett auszuleuchten. Bei anderen Kameras, die ich kenne, waren die LEDs dann doch heller. Das liegt vermutlich daran, dass es hier eine Kombinations-LED ist aus LED-Licht und Infrarot-LED. Das heißt, da kann auch nur immer einer der beiden Modi aktiv sein. Mit der reinen Infrarot-Nachtsicht ist das Bild allerdings wirklich sehr gut. Das Objektiv der Kamera hier, das lässt sich manuell nachjustieren. Eine äußerst seltene Funktion, denn so kannst du die Schärfeebene verändern. Ist das Bild also zu Anfang unscharf, dann entfernst du den Metallring hier vorne, hebst dann mit dem Saugnapf die Glasplatte ab und dann kannst du das Objektiv mit dem Finger drehen, bis dein Bild schön scharf ist. Das Setup ist super einfach und du benötigst kein Smartphone, einfach die Kamera per Netzwerkkabel anschließen, an den Strom anschließen, danach startest du das Insta-Tool, da siehst du die IP, die gibst du in die Browserzeile ein und dann folgst du dem Assistenten, fertig. Die 8403, die kann permanent aufzeichnen oder nur bei Bewegung, zusätzlich kann sie dann noch Tiere, Fahrzeuge und Menschen erkennen und sie kann nur auf warm sich bewegende Objekte reagieren. Dann kann sie auch noch Bewegungsbereiche definieren und dann reagiert die Kamera nur in diesem Bereich. Die Kombination aus all diesen Techniken sorgt halt dafür, dass die Fehleralarmquote hier halt deutlich reduziert bzw. sehr, sehr minimal ist. Eine weitere Besonderheit ist hier die Voraufnahmefunktion. Das heißt, du kannst einstellen, dass die Kamera schon 3 bis 10 Sekunden, bevor sie die Bewegung erkennt, aufzeichnet. Das geht zum Beispiel mit allen möglichen Akkukameras nicht. Die hier hängt aber am Strom. Die Aufnahmen werden auf die integrierte SD-Karte oder in die Cloud gespeichert. Wenn du die Karte ersetzen willst, dann musst du die Kamera allerdings öffnen. Zusätzlich gibt es hier noch einen Alarm-Ein- und Ausgang im Kabel und da kannst du zum Beispiel ein externes Licht oder eine externe Alarmanlage anschließen und die wird dann ausgelöst, wenn die Kamera den Eingang schaltet, zum Beispiel bei einer Bewegung eben. Unter dem PER hier ist ein Mikrofon verbaut und wenn ich mich im Abstand von 1 bis 2 Metern befinde, dann kann ich das noch gut verstehen, was da vor der Kamera besprochen wird. 1, 2, 3, Audiotest, 1, 2, 3, Audiotest, Abstand zur Kamera beträgt 1 Meter. Bei höheren Abständen ist es leider kaum noch zu hören. Die Montage, die gestaltet sich hier einfach und die beiliegende Bohrschablone, die erleichtert es dir halt einfach Löcher zu bohren. Und dann hast du hier die Kamera, da ist dann hier diese Basisplatte, die wird dann auf die Wand geschraubt. Und dann hast du die Kamera hier mit einem Ring, den kann man drehen, dann kann man die Kamera hier ganz einfach bewegen oder den Ring komplett abschrauben. Und dann kannst du die Kamera hier eben rausnehmen, das Kabel wird durch die Wand gelegt und in diesem Sockel kann die Kamera dann auch gedreht werden. Das heißt, ich kann die hier nehmen und ausrichten. Und ganz wichtig ist auch noch, hier vorne gibt es eine Aussparung in dieser Halterung drin. Und diese Aussparung ist fürs Mikrofon gedacht. Weil wenn du die Kamera falsch ausrichtest, dann landet das Mikrofon hier hinter der Verkleidung. Dann hört man halt gar nichts mehr. Deswegen unbedingt diese Aussparung hier beachten. Wie alle Insta-Kameras, die ich bisher kenne, so verfügt auch die hier über RTSP und ONVIF. Wann ist das für dich wichtig? Ganz einfach, wenn du diese Kamera hier in einer Drittanbieter-Software betreiben willst, sagen wir mal iSpy oder Synology NAS oder QNAP NAS oder irgendeinem NVR, dann brauchst du RTSP und ONVIF. Dabei ist es wichtig, den RTSP-Pfad zu kennen, beziehungsweise das sind 3 Stück, je nach unterschiedlicher Auflösung. Die blende ich dir jetzt hier mal kurz ein, dann weißt du Bescheid. Mit der Handy-App hier kannst du auf den Videostream zugreifen, du kannst Bilder erstellen, Video aufnehmen
und den Alarm an- und ausschalten. Damit du jetzt eine komplette Übersicht aller Funktionen hast, blende ich dir jetzt hier mal kurz ein Bild ein. Drück jetzt Pause, wenn du das in Ruhe durchlesen willst. Was mir auch besonders an der Insta-App gefällt, ist, du kannst hier auch andere RTSP-Kameras dazu buchen. Das ist der einzige Hersteller, den ich kenne, der das in der Form so zulässt. Weil normalerweise wollen die Hersteller halt nur, dass ihre eigenen Kameras in der App benutzt werden. Bei Insta ist das eben nicht so. Auch die Verwaltung und die Betrachtung der Alarmaufnahmen ist hier in der Handy-App möglich. Den vollen Zugriff auf alle Einstellungen gibt es allerdings nur über die Web-Oberfläche. Ein separates Video dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Die wichtigsten Funktionen sind zum Beispiel Fotoserien, Zeitraffer, Zeitpläne für die Videoaufnahme, den Alarm oder die Fotoserien. Dann hast du noch Privatsphäre-Zone, das heißt, da kannst du hier einen Bereich machen und dann wird das im Video einfach ausgeschwärzt. Dann siehst du halt nicht, was da passiert. An Smartphone-Funktionen haben wir hier MQTT, IFTTT, Alexa, den Alarmserver und Apple HomeKit. Bei Alarm kann die Kamera das Flutlicht anschalten, sie kann auf die SD-Karte aufzeichnen, auf einen FTP hochladen, Bilder per Mail, sie kann Push-Nachrichten senden, den Alarm einen Ausgang eben aktivieren oder abschalten oder in die Cloud speichern. Da ist eigentlich echt alles dabei, was man so braucht. Wie sieht's mit der Alexa-Integration aus? Die ist ein bisschen anders als gewohnt. Du musst da erstmal den Alexa-Skill installieren und starten. Dann musst du einen kostenlosen Cloud-Account bei Insta erstellen. Dort wird die Kamera hinzugefügt und die Alexa-Integration aktiviert. Danach fügst du in Alexa wie gewohnt eine neue Kamera hinzu. Ich habe hier hinten ein Echo Show. Alexa, zeige mir die Kamera Büro 2. Das dauert halt so ungefähr 10 Sekunden, bis du auf dem Alexa-Bildschirm angezeigt wird. Und die Verzögerung, die liegt halt auch ungefähr bei 10 Sekunden. Wichtig, nutze den RTSP-Stream, dann hast du das nicht. Der ist quasi sehr verzögerungsarm, Verzögerung bei unter einer Sekunde. Die 8403, die ist hier wirklich erstklassig verarbeitet, alles aus Aluminium, lange haltbar. Wird auch immer weniger, diese Qualität, denn die meisten Überwachungskameras, die bestehen halt aus Kunststoff. Sei nicht, dass das schlechter ist, aber Aluminium ist halt einfach besser. Die Bildqualität, die ist echt gut. Ich habe jetzt im Verlauf des Videos ein paar Testaufnahmen eingeblendet. Es gibt aber noch ein separates Video, das findest du unten in der Videobeschreibung. Das Licht hier vorne, das ist nicht hell genug, um hier den Garten zu beleuchten. Das heißt, wir müssen die Infrarot-Nachtsicht wieder einschalten, aber die liefert dann eine gute Bildqualität. Ich liebe diese Web-Oberfläche einfach. Die ist einfach übersichtlich, ich kann am PC alles bequem einrichten. Für mich ist das optimal. Die App gefällt mir auch recht gut, vor allem, weil wir noch andere Kameras einbuchen können und es ist alles recht simpel und einfach und ganz wichtig. Insta ist eine deutsche Firma und die hat mit die beste Dokumentation auf Deutsch, die ich kenne. Und für den einen oder anderen ist das natürlich definitiv sehr wichtig. Eine Zusammenfassung und den Produktlink findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Auch weitere Informationen gibt es da noch. Wenn du jetzt noch unsicher bist und sagst, ich will noch weitere Überwachungskameras anschauen, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung oder du schaust hier einfach rechts in meine Playlist, da findest du nämlich alle meine Überwachungskamera-Testberichte in der Übersicht.